Schatz, da hast du mir gesagt, du machst das Abendbrot heute Abend. Ja, aber wenn die Sendung fertig ist, dann... Wenn die Sendung fertig ist, habe ich schon gemacht. Ich mach's nicht und fertig, okay? Dann mach ich's halt allein, so wie immer. Ja. Ich lieb dich aber trotzdem. Ich dich nicht. Heute begibt sich die halbitalienische Familie Tritschler auf stürmische Frauentauschsee. Mutter Giovanna, 25, steuert sehr zu ihrem Leidwesen das Familienschiff in Sachen Haushalt und Kindererziehung allein. Denn ihr Freund Vincenzo, 28, kommt nur tagsüber zu Besuch. Um garantiert genügend Nachtruhe zu bekommen, hat er sich wieder bei seiner Mama eingenistet und lässt den italienischen Macho raushängen. Sohnemann Sandro, 8, und Schüler stammt aus einer früheren Beziehung von Giovanna. Elidee, 6, ist das erste gemeinsame Kind von Giovanna und Vincenzo und genießt Prinzessinnenstatus. Joanne ist mit 1,5 Jahren das Küken in der Familie und absolut Papakind. Der Krisenclan fristet sich durch das Leben und bleibt zusammen, weil es die italienische Tradition verlangt. Ganz anders die Kleinschmagers in Augustdorf, die lebensfroh und gleichberechtigt durchs Familienmeer turnen. Power-Mami Daniela, 24, gibt ihre Familie über alles. Die Grundlage ihres Familientraums sind Liebe und Gleichberechtigung. Unterstützt wird sie dabei von ihrem Göttergatten Matthias, 28. Der Berufssoldat steht seiner Traumfrau im Haushalt und bei der Kindererziehung selbstverständlich zur Seite. Herzlich willkommen in meiner italienischen Familie. Das ist meine Küche. Hier bin ich meistens alleine mit meinen Kindern. Hier mache ich alles, kochen, putzen, weil mein Freund mir dabei nicht hilft. Das ist mein Schlafzimmer, normalerweise unser Schlafzimmer. Aber da mein Freund nicht hier wohnt, selten hier schläft, schlafe ich die meiste Zeit alleine hier. Die Aufgabenverteilung liegt eigentlich da drin, ich tue kochen, ich tue putzen, tue mich um meine Kinder kümmern. Mein Freund macht eigentlich gar nichts hier im Haushalt. Ja, ich habe mir schon mal geholfen, wo sie hochschwanger war. Da habe ich auch die Wohnung sauber gemacht, aber sonst nicht. Sicher gesund. Ich bin so richtig froh, dass ich keine Hausfrau bin, weil dann werden alle... Schatz? Ja? Hilfst du mir jetzt oder machst du jetzt das Abendbrot? Richtest du mir das jetzt gerade hin? Nee, Schatz, ich habe keinen Bock. Da kommt gerade was. Schatz, da hast du mir gesagt, du machst das Abendbrot heute Abend. Ja, aber wenn die Sendung fertig ist, dann... Wenn die Sendung fertig ist, habe ich schon gemacht. Ich mach's nicht und fertig, okay? Dann mach ich's halt allein, so wie immer. Ja. Ich lieb dich aber trotzdem. Ich dich nicht. Heute sage ich mir, ich diskutiere einfach mit ihm nicht mehr rum. Wenn ich ihn bitten tut, ob er mir helfen tut, er weigert es ab. Und ich habe es ehrlich gesagt eigentlich aufgegeben. Ja, ich halte mich vom Haushalt raus, weil das einfach Frauensache ist. Das fängt ja schon mal gut an. Dann kann ich schon nicht ausschlafen. 6.30 Uhr, Vincenzo wecken. Oh, oh, oh. Türkische Familie wahrscheinlich. Jeden Tag nass wischen, täglich waschen, zweimal am Tag kochen. Haben die eine Macke? Du bist für die ganze Hausarbeit zuständig. So wie die Tauschmutter mir die Zettel hier hinterlassen hat, heißt das erstmal, dass ich nur fürs Putzen und Kochen zuständig bin. Aber das wird sich ja dann noch ändern. Ich denke, mit meinen Kindern wirst du gut klarkommen. Mit meinem Freund denke ich nicht. Ich hoffe es, denn ich komme im Moment nicht mit ihm klar. Oh, ja gut. Das werde ich dann wohl versuchen. Warum kommt sie nicht klar? Das wird sich noch rausstellen. Mein Freund wohnt nicht hier. Er wohnt bei seinen Eltern. Und ich denke, das ist doch der Grund, warum er hier nicht helfen tut in der Hausarbeit. Und ich würde mir wünschen, wenn du ihm ein bisschen beibringen würdest, dass er mir helfen tut. So, wenn ich dann nach Hause komme, habe ich vielleicht ein bisschen mehr Freiraum für mich. Ach du Jemasch, was hat die denn für einen Freund? Mein Freund benachlässigt meinen Sohn, das denke ich zumindest. Er verbringt mehr Zeit mit meinen zwei Töchtern und ich würde mich darüber freuen, wenn du einen Vater-Sohn-Tag organisieren würdest. Naja, ich werde es nicht alleine machen, ne? Der Tauschpapa kann sich daran ruhig beteiligen, was er gerne mit seinem Sohn machen möchte. Wer bist du denn? Der Sandro. Sandro? Und du? Elide. Elide? Daniela bin ich. Hallo, ich bin Enzo. Ja, Daniela, hi. Und das ist die Joanne. Hallo. Deine Freundin hat in der Videobotschaft ja einiges über dich erzählt.
Und ich wollte halt mal von dir hören, wie du das alles empfindest. Ja, ich habe ja zum Beispiel gehört auch, dass du nicht hier zu Hause wohnst. Genau. Warum nicht? Weil wir haben uns erstens nicht richtig verstanden, aber sie weiß es, wir werden demnächst zusammenziehen, wir wollen auch heiraten. Ich war sehr überrascht, wo er mir dann gesagt hat, dass sie zusammenziehen wollen und heiraten wollen, weil das gar nicht zusammengepasst hat, was die Tauschmutter mir in der Videobotschaft gesagt hatte. Ich habe ja auch gehört, dass du nicht mit im Haushalt mithilfst. Nee, hilf ich nicht. Und wieso machst du das nicht? Also meine Zeit ist meistens nur für die Kinder, nicht für den Haushalt. Auch wenn es jetzt Putzen ist, ist es eine Sache, die man zu zweit macht und die einem dann auch versucht, ein bisschen zu verbinden oder wo man sich drüber unterhalten kann und sowas. Weißt du, wie ich das meine? Zu zweit putzen, das macht meine Freundin alleine. Da gucken wir auf jeden Fall noch, wie wir es machen. Wird bestimmt lustig. Ich denke, mir werden Probleme kommen. Weil ich kann es nicht haben, wenn jemand mich herumkommandiert. Wolltest du jetzt hier frühstücken, die Cornflakes? Oder? Ja. Dann brauchst du noch Milch, ne? Wollen wir die anderen Kinder nicht auch zum Essen holen? Ich meine, so sitzt er ganz alleine und isst. Ist auch nicht schön. Mal schauen, ob Elide was essen will. Möchtest du auch irgendwie Cornflakes oder was Nein, essen? Nein, ich esse morgen früh nichts. Elide, willst du was essen? Du musst aber was essen. Du bist schon so dünn. Möchtest du ein Glas Milch trinken? Trinken auch nicht. Kein Essen, kein Trinken. Du musst wenigstens was trinken. Du kannst sie nicht ohne zu trinken in den Kindergarten schicken. Ja, wenn sie nichts will, zwingen wir sie nicht. Papa! Enzo? Ja? Du kommst zu spät. Ja, das geht. Es hat geklingelt, ne? Ihr müsst hin. Elide soll schnell die Jacke anziehen. Jetzt, los. Ja, als die Tauschmutter nur so rumgeguckt hat, das fand ich eigentlich nicht okay, weil sie hätte auch mir ein bisschen helfen können. Innerhalb von 3/4 Stunde alles ich selber nachdenken und sie stand da und toll, das gucke ich mir an. Bei mir zu Hause bringe ich natürlich auch die Kinder in den Kindergarten oder zur Tagesmutter, gebe denen auch das Frühstück und so, aber selbst wenn ich nicht da bin, kann mein Mann das machen. Bei dem Tauschvater sieht man, dass er heute zum allerersten Mal die Kinder fertig gemacht hat. Ja, Enzo, dann lass uns mal rausgehen, wa? Ein bisschen Sport treiben. Sport treiben? Sport ist doch Mord. Du kannst doch nicht die ganze Zeit sitzen. Komm, wir gehen jetzt raus. Wir fahren Fahrrad, Inliner, irgendwas. Ja, mit meiner Frau mache ich das aber auch nicht. Ich bin aber nicht deine Frau. Gott sei Dank. Ja, hast du Pech, musst du mitleben. Also zack, zack, raus. Aber eigentlich keine Lust. Ja, hast du 2 Fahrräder, dann lass uns jetzt einfach losfahren. Keine Lust gibt's nicht. Ja, 2 Fahrräder hätte ich ja. Ja, dann los. So eine halbe Stunde, das kann man machen. Und gefällt dir Fahrradfahren oder findest du das jetzt? Nein, ja, ich bin schon oft gefahren mit Fahrrad. Ja, aber ist doch gar nicht so schlimm, oder? Nein, schlimm ist es nicht. Warum machst du das mit deiner Frau nicht? Also ich werde es auf jeden Fall probieren, wenn meine Frau wieder kommt, dass ich mal mit ihr Fahrrad fahren gehe. Du sagst ja, vielleicht werde ich das ändern, vielleicht werde ich das ändern. Dann hau doch mal auf den Tisch und sag, genau das werde ich jetzt ändern. Ja, und wenn sie wieder kommt, dann wird sich, also von meiner Sicht her, wenn sie damit einverstanden ist, wird sich viel ändern. Du sag mal, wie verstehst du dich mit dem Papa? Gut. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass Enzo den Sandro irgendwie vernachlässigt. Also für mich sieht das wie ein normales Vater-Sohn-Verhältnis aus. Möchtest du mit dem Papa mal was machen? Ja, Motorradfahren. Soll ich mich mal darum kümmern, dass der Papa das mit dir macht? Ja. Ja? Gut, dann mache ich das mal. Ach, du sag mal, ich wollte mal mit dir sprechen. Der Sandro wünscht sich so gerne, dass er mit dir mal Motorrad fahren kann. Papa! Ja, man müsste es ja nur reparieren, aber ich denke mir schon, das ist machbar. Ja, ich passe dann auf die Kleine auf und dann habt ihr auch ein bisschen Zeit für euch, ne? Das geht schon. Ja? Das ist gar kein Problem. Genau, siehst du. Los! Nimmst du mich mit? Ja.
Motorradfahren hat total Spaß gemacht. Vermisst du deine Frau? Ja, sehr. Ja. Sie hat ja in der Videobotschaft gesagt, dass du ihr nicht so wirklich zeigst, dass du sie liebst, ne? Jetzt wollte ich halt mal fragen, wieso sie glaubt, dass du sie nicht richtig liebst. Ich liebe sie, sie weiß es offen. Ich denke mal, dass sie das weiß, nur beweisen kann ich ja das nicht. Und ja. Für mich ist das ja nicht normal, dass du nicht zu Hause wohnst, dass du deiner Frau kaum liebe Worte bringst, dass du nichts mit ihr unternimmst und so. Das ist in meinen Augen halt nicht, als wenn alles okay wäre. Weil der ich liebe meine Freundin über alles. Schwer zu sagen, was mit mir passiert. Ich vermisse sie sehr. Und wenn das ihr Wunsch ist, dass ich mit sie mehr rede, das werde ich machen, weil ich möchte sie nicht verletzen. Das ist der Grund, warum ihr reden solltet. Und zwar ganz schnell, wenn sie nach Hause kommt. Auf jeden Fall werde ich mich mehr an sie, also wenn sie da ist, dass ich mich mehr offen mit ihr reden werde. Das auf jeden Fall. Ich möchte, dass meine Frau glücklich ist und glücklich wird. Na ihr, jetzt ist Zeit für die Regeländerung. Meine erste Regel ist, gemeinsames Essen, das heißt, beim Abwaschen und beim Kochen helfen alle mit. Alle gemeinsam, auch die Tauschmutter. Naja, wenn ich helfen kann, warum nicht? Aber du übernimmst die Aufgabenverteilung. Naja. Ich finde das gut, wenn ich helfen kann. Wenn man zu fünft in der Küche ist, weiß ich nicht, ob mehr Chaos ist oder wirklich mir in meine Freunde was abnehme. Ich glaube, so machen wir eher mehr Arbeit. Die letzte betrifft nur dich. Und zwar werden mehr Komplimente im Alltag gemacht. Und damit du das auch lernst, wie du es rüberbringen sollst und deine Frau es ernst nehmen kann, werden wir das zusammen üben. Ansonsten alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Mittagszeit, kommt ihr bitte alle? Ja, jetzt wird Mittagessen gekocht. Wer soll was machen? Du machst den Salat. Ich mach Paprika. Den Tisch richtet, beide auch zusammen. Papa macht die Soßen und Daniela macht die Nudeln. Ja, dann machen wir das alles zusammen. Ich werde Mama helfen, wenn sie zurückkommt beim Kochen. Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Guten Appetit! Wie angekündigt, machen wir jetzt die Flirtstunde. Sag mir mal, was du an deiner Frau alles toll findest. Ihre Augen? Augen, ja. In Bezug auf ihre Augen, was würdest du sagen? Wenn sie dich, ihr liegt einfach mal so auf dem Sofa, sie guckt dich an, du guckst sie an. Was sagst ja, du dann? Wenn das vom Herz kommt, sage ich ja, Schatz, du hast schöne Augen. Du musst es anders formulieren. Ihr guckt euch an und du sagst, du hast schöne Augen. Dann geh auf sie erstmal ein, dass sie antworten kann. Wie zum Beispiel, Schatz, weißt du was? Dann sagt sie, was? Und dann sagst du, du hast wunderschöne Augen. Guck mal, und deine, leg dich mal hin. Nein, 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 ja so, genau. Und das ist jetzt deine Frau in dem Arm. So, ja? Oh, noch ein Kissen. So, das ist der Kopf. Was ist geblieben? Pass auf. Sie liegt jetzt hier, ne? Und dann sagst du einfach, Schatz, weißt du was? Sag mal. Schatz, weißt du was? Und dann sagt sie, was? Ne? Und dann sagst du jetzt, du hast wunderschöne Augen. Ja, du hast wunderschöne Augen. Siehst du, und dann ist schon mal nicht einfach nur dieser Satz rausgeplatzt. Du ja, hast wunderschöne ich glaub, Augen. Ich weiß, was du meinst. Oh Gott sei Dank. Ja, ich werde es auf jeden Fall ändern. Ich glaube, ich werde mit meiner Frau ein Kompliment hier machen, aber daraus ein Gespräch, dass es ein bisschen länger dauert, wie nur 2 Sekunden. Das war's dann, ne? Ja. Ich hoffe, dass du alles, was wir durchgemacht haben, auch einhältst, deiner Frau mehr Komplimente. Ja, ich werde das auf jeden Fall einhalten und ich habe auch eine große Überraschung für sie. Was denn? Ja, ich wollte sie fragen, ob sie mich heiraten will, einen Heiratsantrag. Wann willst du das machen? Heute, wenn sie wiederkommt? Ja klar, gleich, wenn sie wiederkommt. Ja, dann wünsche ich dir natürlich viel Glück und alles Gute, dass das nachher ein schöner Moment für euch wird. Tschüss, Gänschen. Tschüss. Tschüss. Mach's gut. Komm.
Tschüss. Daniela, drücken und dann haut sie ab.